Moin zusammen und willkommen zurück zu Age of Reality. Lass uns mal gucken, wo die den hier einbringen können. Da sollte der goldene Flügel doch hineinkommen. Na, jawohl, so haben wir das geregelt. Alles klar, kommen wir denn jetzt schon an eins ran? Oh, achso, nee, irgendwas aufladen, ne? Was ist das denn hier? Verbinde die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. Okay. 1, 8, 15, 23, 32, ja, 7, 2, 6, 6, 9, lasst uns raten, was draus wird, ein Engel, 78, 89, 98, 99, so, ne, jawohl, ein Engel, hi. Wer bist denn du? Why do I feel so light? Wings? I have wings! Nanu? Okay. Wonderful! You're mastering more of the ring's magic. Cool. Cool! Use the ring to control one of the portals. This task will teach you how to use them to move anywhere within our world. Once mastered, it could even return you to your home. Ja, das ist doch, hört sich doch gut an. I know the ring chose you for a reason. With you in control of the ring, it will change the fate of our world. Good luck. Naja, ob zum Guten oder zum Bösen ist noch eine andere Geschichte, ne? Aber hey, ich gebe mir Mühe. So, lass mich raten. Ja, es gibt nur diesen einen Weg, ne? Okay, na dann. Oh. Soll das so sein? Oh. I'll destroy anyone who gets in my way. Bow to your new queen. Ja, nein. Ganz sicher nicht. It's horrible. Glivera took the magical artifacts. Was knackt denn da so im Hintergrund? Hört ihr das auch? Ich hoffe, das kann ich wieder rausfiltern. You won't be able to master all of the ring's abilities without portals. Without that ability, the prediction of our salvation by your hand will be false. With the help of the stolen magical artifacts, Glivera will throw off her shackles and destroy us all. Ja, dann sollten wir vorher vielleicht noch irgendwas Lustiges machen, meinst du nicht? Take this last artifact. You must stop the Dark World when before it's too late. Okay. So, folge dem Wirbelwind, um die gestohlenen Portale zu finden. Natürlich, was ist das denn überhaupt? Magische Brille. Diese Brille könnte mir helfen, die Dunkelheit zu sehen. Ich muss sie nur irgendwie aufladen. Okay, so geht das offensichtlich nicht. Okay, alles klar. Gut, komme ich denn da jetzt hin? Ja, ne? Okay, wähle deinen Weg zum Wirbelwind, indem du die Symbole anklickst. Alle Symbole müssen sich voneinander unterscheiden. Okay, zwei. Okay, da nicht. Nee, hier haben wir zwei. Okay, drei, eins, zwei. Eins, zwei, zwei. Nee. Eins, nein. Drei, eins, das. Zwei, zwei. Drei, zwei. Drei, zwei. Das funktioniert. So. Da, dort. Der nicht? Hatte ich ihn? Ach, der war da schon mal drin. Ja, okay. Also, da lang, hier lang, da, da. Da, nee, dann geht's hier nicht lang. Aber wenn ich hier rüber gehe. Ja, das funktioniert. So, ne? So. Okay, gut, cool. Hat funktioniert. Yay! Wo will er denn hin? Übers Meer. Oh.
Okay, nochmal. 3, 2, 2, 2, 3, 1. Nee, den nicht. Da und da lang. Okay, warte, wie hat ich's? So. Ah, nee. Nee, warte, war das hier, hier abge... Auch nicht. 3, 1, 3. Nee, 1, 2, 3, 3. 2. Nochmal da lang. Dann geht's nicht hier lang, aber auch nicht da weiter. Okay, 1, 3, 1, 2, nee. 3, 3. Nee. Hier auch nicht. Nee, da geht's nicht lang. 3, 2, 2, 2. Nein. Okay, 2, 2, 3. Nein. Hä? Ganz unten lang. Funktioniert deshalb nicht. Hier geht's auch nicht ab. Also, dann da lang. 2, 1, dann mit einem von denen. 2, 3, 3. 2, 3. Könnte das gehen? Da? Nee. 1, 1, 3. Warte mal hier, darunter. Da, da. Hier haben wir den Zweier wieder. Und wenn ich da oben lang gehe, 3, 3, nicht nach da. 2. Das könnte gehen. So, ja. Okay. Oh. Das ist bestimmt nicht gut. Alles noch dran. Puh, dieser Fisch ist so groß wie ein Haus. Ist das normal für diese Welt? Ja, das sieht ganz so aus, ne? Okay. Es ist so dunkel. Ich brauche eine Lichtquelle. Natürlich. Nee. Ich habe keine Lichtquelle. Ich habe keine. Ich muss ihn nur irgendwie aufladen. Ja, aber wie mache ich das? Geht das so? Die Fähigkeit kann ich im Moment nicht nutzen. Okay. Ja, Wie stellst du es dann vor? Da komme ich nur da rein. Ja. Okay. Da oben ist nix, 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 nix. Nix, 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 nix. Da. Was ist das denn? Glühwürmchen. Ah. Glühgambas. So, und wo stecke ich die rein? Ach, kann ich die damit kombinieren? Nein, ernsthaft? Tatsächlich. Okay. Ja, cool. Okay, ja, ist gut. Komisch. Gut, also. Ein Wimmelbild. Lederhandschuh, Schwertfisch, Tintenfisch, Langdolch und Gehrock. Okay, Lederhandschuh, Schwertfisch, Tintenfisch. Fangen wir damit an. Da ist der Schwertfisch. Was können wir hier machen? Der Globus war da drin, ne? Noch was? Weiß ich nicht. So, Lederhandschuh, Galgenstrick. Lederhandschuh, Tintenfisch, Langdolch, Gehrock. Lederhandschuh. Ein Tintenfisch. Octopussy. Wo steckst du? Hallo. Na? Na, du kleines Oktopüschen. Okay, finde ich gerade nicht. Tintenfisch, Langdolch. Gehrock, Flasche. Okay. In diesem Chaos etwas zu finden, ne? Meine Güte. Langdolch, da ist der Gehrock. So, dann haben wir den schon mal. Okay, Langdolch. Ist das ein Speer? Offensichtlich nicht. Nein. Flasche, Maske.
Flasche, Maske. Hier. Oh, da war der Oktopus. Ich wollte eigentlich in die Flasche ran, aber cool. Langdolch, Maske, Pokal, Kelle, Hut. Pokal. Kelle, Hut. Kelle, Hut. Ist das ein Langdolch? Nein, es ist einfach nur ein Säbel. Schwert. Breitschwert. Ich kenne mich hier aus. Kein Stück. Kein Stück, da ist der Hut. Kelle, Maske. Kelle, Maske. Kelle, Maske. Langdolch. Kelle, Maske, sei Langdolch. Der zählt nicht dazu. Nee. Kelle, Langdolch. Ei, okay. Kelle, nein. Kelle, Langdolch. Maske. Maske? Oh nein. Kelle, Langdolch. Kelle. So, und Langdolch und Maske. Was leuchtet denn da so verdächtig? Langdolch und Maske. Maske? Das zählt nicht als Teil der Maskierung. Okay. Langdolch. Wie sieht denn wohl ein Langdolch aus? Ist das wörtlich zu nehmen? Vermutlich, ne? Das hier? Nein. Das gibt's doch nicht. Ich sehe es nicht. Meine Güte. Maske. Maske. Nein. Hier drin. Ist ein bisschen finster. Hier Maske. Keine FFP2-Maske. Hier drin. Ah, da war sie. Da war sie versteckt. Ich hatte nicht gesehen, dass die auch markiert war. Langdolch. So, den haben wir immer noch am Start, ne? Ja, wir werden ihn schon finden. Früher oder später werden wir ihn schon finden. Nein. Hier irgendwo dazwischen. Das wäre ein tolles Versteck, aber nein. Habt ihr ihn schon gesehen? Nein, hier auch nicht. Nee. Wann kriege ich eine Abmahnung? Dürfte in Kürze soweit sein, ne? Dass das Spiel mich darauf hinweist, ey, du klickst so viel falsch. Aber ich sehe ihn echt nicht. Ich habe das schon jetzt so viele Teile hier angeklickt. Irgendwo im Skelett? Nein. Das ist es auch nicht. Hier, da ist der. Oh. Okay, got it. Super. Ein Lederhandschuh, nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Es ist einfach, das Netz zu durchschneiden, als es zu entwirren. Ja, okay. Haben wir aber noch nichts Passendes bei. Ich kann die Klinge nicht rausziehen. Mit einem Griff könnte ich es wohl besser anfassen. Aber das zählt nicht. Und dieser Korken steckt sowas von fest. Ich muss ihn irgendwie lockern. Auch das geht nicht mit dem Lederhandschuh. Hier haben wir auch noch was. Oh, zu hoch. Vielleicht kann ich es nach unten ziehen. Diese Segel haben vielleicht giftige Stacheln. Mit bloßen Händen werde ich sie nicht berühren. Aber so geht das. Dann bekommen wir das Dingelchen und das Dingelchen. Was ist das denn da? Ein Tintenfisch? Echt? Ach, das arme Ding. So, damit können wir schon mal die hier rausziehen. Alles klar. Kannst du ein bisschen daran rumsaugen? Nee, geht nicht. Okay. No. Was haben wir denn hier? Die Vertiefung auf diesem Schloss erinnert mich an einen Tintenfisch. Okay. Gut, haben wir. Jawohl. Ein Pinsel und ein Lasso. Natürlich. Das Lasso da oben dran. Oh, wow. Die Röhre. Was haben wir denn hier drin? Angesichts der Gefahr der Schatten habe ich alle magischen Objekte und Kreaturen mit einem Bann belegt. Bringt sie umgehend in die Hauptstadt, damit die Schatten sie nicht ergreifen. Fürs Erste werden Aaron und seine Gilde der Zauberer davon ausgenommen. Ja, unser Held, ne? Unser Held.
So, wir haben einen Lavastein und ein kaputtes Feuerzeug. Erstaunlicherweise können wir den... Ja, und das fehlende Stück. Erstaunlicherweise können wir den Lavastein nicht dort hineinstecken. Hm. Aber es wird nochmal gewimmelt. Warum auch nicht? Handabdruck, Morgenstern und Halskette. Hm. Habe ich alles schon gesehen, aber ich habe selbstverständlich keine Ahnung mehr wo. Handabdruck, Morgenstern und Halskette. Handabdruck, Morgenstern und Halskette. Den Handabdruck, daran erinnere ich mich sogar sehr deutlich, aber ich weiß echt nicht mehr wo. Da ist der Handabdruck. So, Morgenstern und Halskette. Das hier ist ein eher unübersichtliches Filmbild, finde ich für meinen Geschmack. Morgenstern. Dann nehme ich mir mal lieber nicht zu viele Sachen auf einmal vor. Halskette. Da. Sanduhr, Peitsche, Schleife. Peitsche ist hier. Sanduhr und Schleife. Sanduhr. Sanduhr? Und Schleife? Nee. Schleife war doch hier irgendwo. Vielleicht auch nicht. Nee, wohl nicht. Nee, habe ich mich wohl getäuscht. Hm. Okay, gehen wir mal weiter. Schleife. Eigentlich ist es ja leichter, beim zweiten Mal ein Bild zu veranstalten, ne? Weil du hast dir vorher schon so viel angeguckt und hast noch grob im Kopf, wie, wo die Sachen waren. Komisch, aber ich habe doch... Okay, was können wir hier erreichen? Da kriegen wir den Haken. Fein. So, da ist die Schleife. Das ist nicht die Schleife, das sind Pilze. Okay. Laterne, Schloss. Laterne und Schloss. Belassen wir es erstmal dabei. Laterne und Schloss. Laterne, warte mal hier. Und das Schloss habe ich auch gesehen. Ja. Die Schleife nicht zu vergessen. Hat die noch einer von den beiden um? Nee. Schloss und... Schleife. Schloss und Schleife. Das da? Nee. Schloss und Schleife. Hm. Da? Der Knoten? Nee. Schloss. Ich habe ein Schloss. Das da? Nee. Das zählt nicht als Türschloss. Schloss und Schleife. Da ist das Schloss. Okay. Ruder, Pfeife, Axt. Ruder? Nee, das war die Axt. Ach so, das ist der Besenstiel, nicht das Ruder. Da ist das Ruder. Und die Pfeife. Eine Trillerpfeife oder eine Tabakpfeife? Da. So. Jetzt nur noch ja, die Schleife. Ja. Die Schleife, das ist zu einer Schleife gebunden. Nö. Ist es aber nicht, da auch nicht. So. Das zählt auch nicht als Schleife. Natürlich nicht. Das ist eine Schlinge. Das zählt auch nicht als Schleife. Gott. Hier in den Tauen ist nichts. Das zählt natürlich nicht als Schleife. Da liegt ein Ring. Schleife? Nee. Könnte die Schleife eine Ersatzbezeichnung für irgendetwas sein? So wie man zu einem Kompass ja auch auf Zirkel sagt. Ich möchte es zumindest nicht ausschließen. So, wo ist denn die Schleife? Ich sehe sie nirgends. Ich sehe sie gar nicht. Hm. Tja. Da, nee, hier auch nicht. Hm. Was könnte denn mal eine fiese Stelle für eine Schleife sein? An einem der Tower. Nee. Du hast auch keine Schleifebeine.
Sie ist auch nicht grün, das heißt, wir müssen sie also auch nicht erst produzieren, sondern sie ist bereits da. Ich würde unter Schleife jetzt halt eben irgendwie, naja, sowas wie eine Geburtstagsschleife oder sowas vermuten. So, und so eine Geschenkbandschleife. Das nennst du eine Schleife? Okay, interessant. Auch nicht schlecht. Okay, so, Morgenstern. Genau. Damit sollten wir doch jetzt hier dran kommen, ne? Genau. So, Öl haben wir am Start. Mit dem Pinsel kann ich da. Nee. Das ist Pech. Wenn ich hier ein Feuer fähre, könnte. Ah! Okay, ja, sehr gerne. Die Musik von Pirates of the Caribbean, natürlich. Ja. Der hat uns freundlicherweise auch nicht einfach ausgebrochen. Junge, frische Luft und Sonnenlicht, das habe ich wirklich vermisst. Warum hast du mich verschluckt, du dummer Fisch? Ja. Sondern er hat uns freundlicherweise direkt hier an diesen Ort gebracht. Da drüben ist der Wirbelsturm. Okay, aber wir gucken uns hier erstmal um. Ne? Ist denn hier irgendwas Cooles? Nee, wir können nur da hingucken. Macht aber nichts. Ja, er ist in der Nähe. Der scheint da fest zu sein. Ne? Oder kommt mir das so vor? Okay, so, was haben wir denn hier? Hallo ihr. Na, ich könnte den Fluss überqueren, indem ich auf die Schildkröte trete. Aber wie kann ich sie herbeilocken? Das ist gemein. Versuch's mit den Steinen, das reicht doch. Das nehme ich mit den Beeren, ne? Ich würde gerne die andere Seite erkunden. Aha. Hier, da sind noch mehr Beeren. Noch mehr. Nee, was? Ich schätze, dass es rechts eine passende Figur gab. Ach, guck mal. Oh, warte, wie hieß der Film? Der dunkle Kristall. Ne? Irgendwie passt das schon. Ich werde es mir merken. So, und das nehme ich auch mit. Okay, die Fliegen hatten nichts dagegen. So, hier. Das ist voll gemein, ey. Die armen Schildkröten. Komme ich jetzt darüber? Tatsächlich, ich komme darüber. Unglaublich. Das finde ich nicht gut. So, ein Holzscheit. Ein Puzzle. Warum trägt nur der mittlere Krieger eine Maske? Der schämt sich. Die anderen finden das völlig okay, so rumzulaufen. Okay. So, was haben wir hier? Hier wurde etwas vergraben, zu tief, um es mit den Händen auszugraben. Aber ist kein Ding von dem farbigen Sand, nehme ich was mit. Ist überhaupt kein Thema. So, okay. Farbiger Ton. Natürlich. Was haben wir noch? Komme ich da oben hin? Ja, ich komme da oben hin. Aber gibt es hier nicht noch mehr zu entdecken? Nö, nee, sieht nicht so aus. Okay. Der Wirbelwind verschwand, während ich mich auf dem Weg zum Tempel mache. Werde ich den nun wiederfinden? Tja, keine Ahnung. Aber hier ist jemand heil. Are you following the whirlwind? Ja. It's already gone. Ich weiß. It took the adult golems and magical artifacts. Oh nein. I survived because I'm small. I haven't gone through the ritual of separation from parent rock. I'll help you find the whirlwind and avenge the others. Das ist cool. I'll need to pass through the separation ritual first. Take this. It'll help you open our history book and find out more about the ritual. Na klar, sehr gerne. Dankeschön. Der Esse hilft dem Golem vom Elsewhere. Oh, der ist ja putzig. Dafür ja cool. Hihi. Ach, guck an, was wir hier haben. Interessant. Offenbar enthält dieses magische Schema seine Energie von blauen Steinen auf den umliegenden Podesten. Ich nehme an, ich kann lieber die Magie des Schemas nutzen, wenn ich alle Scheine einsetze. Natürlich. Das nehme ich mit, das auch. Da ist nichts. Was? Aber ich brauche immer noch einen Haken am Seil, um in einer Art sein zu haken. Was? Eine andere Schildkrötenstatue. Okay. Ja, ist gut. Okay, hier gibt es eine Menge einzusammeln. Und was ist das? Oh nein! Warum? Weder Seil noch Kette, ich muss den Brunnen wieder in Stand setzen. Erstmal wird hier gewimmelt, ne? Lass uns ein bisschen wimmeln. So, ach du liebe Zeit. Oh nein! Ach du Schande. So, das können wir öffnen. Okay, schon viel besser. So, Schaufel.
Was ist hier mit? Voller Köcher. Voller Köcher. So, Reis. Haben wir damit. Okay. Voller Köcher. Da muss irgendwo also ein leerer Köcher sein. Mit Pfeilen. Wie der da. Ah, da ist der Köcher. Okay. Wir suchen also Pfeile, ne? Da und hier. Das ist schon der volle Köcher. Drei Pfeile. Na gut, das ist aber sehr optimistisch. Schaufelblatt, Tambourin, Hufeisen, Muschel. Schaufelblatt, Tambourin, Hufeisen, Muschel. Schaufel, Tambourin, Hufeisen, nee, nur das Schaufelblatt, Tambourin, Hufeisen, Schaufelblatt, Tambourin, Muschel, Hufeisen, Tambourin, Muschel und Hufeisen. Da, das da, ne? Nee. Das gehört zur Verzierung dieses Schildes. Okay. Hufeisen, Muschel, Schwert, Laterne. Laterne ist leicht. Schwert ist hier. Muschel und Hufeisen, immer noch. Muschel und Hufeisen. Muschel und Hufeisen. Das sieht ein bisschen muschelähnlich aus, aber nee, ist es nicht. Muschel und Hufeisen. Muschel und Hufeisen. Sehe ich bedauerlicherweise beides. Da ist die Muschel. Okay, jetzt brauchen wir noch das Hufeisen. Hirsch und Teller. Hirsch ist hier oben. Teller ist, warte, da habe ich ihn gesehen. Löwe und Blitz. Die haben wir noch nicht gesehen. Doch, Löwe ist hier. Hufeisen und Blitz. Hufeisen und Blitz. Hufeisen, Blitz ist hier. Und da ist das Hufeisen. Alles klar. Gut, wir haben es. Yay! Du hast ein Schaufelblatt gefunden. Da freue ich mich. Ich wollte sagen, da freue ich mich. So, hier geht's auch noch irgendwo hin. Wo geht's denn da hin? Ach, guck mal, wie nett. Da können wir gleich was untersuchen. Hier kann ich etwas waschen. Eine Spule. Ich denke, ich kann diese Puppen der Seidenraupe hier einweichen, um die Seidenfäden zu entfernen. Die Puppen der Seidenraupen. Kann ich da auch Ton drin anrühren? Das leider nicht. Muss ich hier nicht noch was zusammen basteln? Nee, wohl nicht. Was haben wir denn hier? Ach, guck. Farbigen Ton. Okay. Das macht er schon mal. Das ist super. Wir sollen diese Maske offensichtlich hier anmalen. Das, der Tisch eines Künstlers. Wenn ich Pinsel und Farbe hätte, könnte ich die Maske bemalen. Okay. Pinsel. Aber ich weiß ja noch nicht wie. Alles an seinem Platz. Jetzt muss ich nur den Pinsel nehmen und die Maske bemalen. Ja, aber ich weiß auch noch nicht wie. Ach, das macht er freundlicherweise von ganz alleine. Okay, gut. Ich bin beruhigt. Aber hier können wir noch was machen, ne? Das ist... Ach, das war doch eine von den... Ah, ja. Und was haben wir da? Eine Scheibe passt auf dieses Kästchen. Warum? Weiß ich nicht. Der Holzscheit passt jedenfalls nicht drauf. Okay, habe ich hier eigentlich noch mehr Seiten? Nee, kann ich die schon mal da reinwerfen? Nee, ich habe sie noch nicht alle gefunden. Okay, was haben wir denn hier? Oh, sieh an. Ein idealer Stein, um eine kleine Statue zu meißeln. Gibt es hier irgendwo passende Werkzeuge? Das müssen wir wohl noch herausfinden. Da oben jedenfalls nicht. Was ist denn hier? Wenn ich der Anleitung folge und alle Materialien habe, kann ich nützliche Gegenstände aus Holz anfertigen. Okay, so das. Ein Stiel. Echt jetzt? Cool. Eine Holzbearbeitungsmaschine. Mhm, klar. So, naja, immerhin können wir die Schaufel jetzt schon mal erstellen. Muss sie nicht festgeklöppelt werden? Nö, wohl nicht. Okay, was haben wir dort? Hier ist... Was ist das? Einfach nur ein Blatt Papier. Okay. Dieses Buch sieht wichtig aus, aber es ist verschlossen. Eine Art Juwel fehlt in der Mitte. Dieses hier? Dieses hier. Ah. Setze das Bild wieder zusammen. Setze die fehlenden Teile an die richtigen Stellen. Okay, so. Dahin, okay. Du, nee, du,
dorthin und du dahin. Noch einen? Fehlt noch was? Der dahin. Okay. Junge Golems wurden in Angoras Bergen geboren. Solange sie an den Mutterberg gebunden sind, verändern sie ihre Form durch Wind und Ströme und erlangen Weisheit. Dies geschieht so lange, bis sie das Trennungsritual abschließen. Okay. So, auch hier muss ich jetzt wahrscheinlich wieder... Ja, genau. So. Oh, das war's. Gut. Cool. Allein können Golems dieses Ritual nicht durchführen. Ein würdiger Helfer muss den legendären Kristallhammer im Palast erlangen, indem er Rätsel löst und drei Prüfungen besteht. Reinheit, Kraft und Güte. Ah, sieh an. Und was ist das hier? Ein Stück in der Mitte des Musters ist herausgefallen. Zu blöd. Alles kaputt, gut. So, hier waren wir... Ja, genau, da waren wir schon dran. Da unten... Da können wir sogar eine Tasse draus fertigen. Und wir können hier jetzt die Raupen einweichen. Okay. Wie viel ist für die Raupen? Wir haben ein Stück Seide. Schön. Ja. Können wir mit der Seide dann hier... Nee, das können wir leider nicht. Wir können aber hier... Nee, ohne den Schlüssel kann ich den Palast nicht betreten. Ist ja blöd. Okay, haben wir hier irgendwas? Nein. Aber hier vorne war doch irgendwas zum Ausgraben, ne? Wo war es denn da? So, ein Haken. Cool. So, jetzt brauchen wir nur noch ein passendes Stück Seil, ne? Was sollte ich hier nochmal? Achso, da kommt die Statue hin, ja. Wofür brauchen wir denn die Masken? Hierfür, ne? Natürlich. Maske und Maske. Na, guck. Wähle eine Maske, um sie zu einem freien, benachbarten Feld zu bewegen. Orte die Maske so lange, bis sich alle auf den passenden Feldern befinden. Die richtigen Positionen leuchten auf. Was? Okay. Sind die durcheinander oder sind die... Sie sind durcheinander. Schade. Okay, also rot und grün. Meinetwegen. Ja, hier ist es noch leicht. Rot und grün. Okay, grün ist richtig. Das hier ist eine blaue, eine rote und eine grüne. Also. Eine blaue, eine rote und eine grüne. So, hier haben wir eine rote, eine grüne, eine blaue und wieder eine rote. Rot, grün, blau. Okay, also rot, grün, blau. So, der ist auch schon richtig, das ist gut. Da oben muss eine blaue hin. Hier muss eine rote hin. Eine blaue, eine rote und eine grüne. Oh, das war überraschend einfach. Okay, ich hab sie. Yay! Okay, dann können wir hier noch hingehen. Das hier und schwupp. Jawohl, alles klar. Okay, dann gehen wir gleich, wo immer das hier auch hinführt, dann gehen wir da gleich rein. Aber erstmal gib mir einen Augenblick Pause. Ich bin gleich wieder da. Tschüss.